So, da sind wir auch schon wieder bei Batman Arkham Origins. Wir haben einen Stufenaufstieg. Den speichert er ja nicht zum Folgenende. Oder wenn er speichert, speichert den nicht. So, hier kann ich tatsächlich nicht weitermachen. Ich könnte das noch machen. Die zur Eindämmung von Massenunruhen. Vielleicht sollte ich damit mal öfter kämpfen, aber naja. Dann gucke ich mich hier mal weiter um. So, hier haben wir erhöhte Rauchmenge. Annäherungszünder. Wäre eine Idee. Schnelleres Geräusch, das wäre ja schon ganz nice, ne? Aber das kann ich tatsächlich. Ich könnte aber schon darauf hinarbeiten, das habe ich ja schon. Müsste ich hier jetzt anfangen. Alternativ. Spulengeschosse. Neue Ausschalttechnik. Ist eigentlich schon wieder geil. Zwei Spulengeschosse, auch nice. Das hier würde ich ja gerne haben. Oh. Müsste ich das hier jetzt lernen? Ich mache öfter geräuschloses Ausschalten, deswegen fange ich mal hier an, weil hier brauche ich. Ja. Na gut. Dann muss das wohl so sein. Guti. So, wir sind auf dem Weg zum Electrocutioner. Der befindet sich hier irgendwo. Ich kann aber mal gucken. Guck mal, hier ist noch so ein Waffendepot. Da kann ich mich ja zuerst mal auf den Weg machen. Lass mich erstmal hier hoch irgendwo. So. Ja, am Anfang der Folge wie immer ein bisschen geruckelt. Also erstmal die ganzen Texturen laden. Das Signal wird stärker. Das Treffen des Jokers findet wohl in New Gotham statt. Ist richtig. Also, ich weiß es nicht, aber ne, dass das Signal stärker wird, das haben wir schon herausgefunden. So eine Ratze. Warum das ruckelt, kann ich mir tatsächlich aber auch noch nicht erklären. Ach ja, das mit Anakin müssen wir auch noch machen. Okay, da unten sehe ich eine Waffenkiste, aber jemanden dabei. Ach nee, da sind ein paar Schläge. Ja gut. Dann Kawabanga. Alles so war das. Ey, das ist gemein, wenn ich die ausschalten will, kann ich nicht blocken. Lässt du das Schild wohl liegen, du Sauser? Nee, das war gerade Humbug, was ich versucht habe. Ja. So. Blocken. Hallo. Die dürfen nicht so schnell angreifen, bitte. Der Betsy hier ist noch nicht so schnell, wie ich jetzt eigentlich gewohnt bin aus Arkham Knight. Weil Arkham Knight habe ich gesuchtet bis zum Umfallen. Gut, so. Und der Brecher ist auf der 9. Wieso geht das nicht? Ach, da jetzt. Zack. Easy. So, 355 Meter. Jetzt müsste man wissen, wie weit 355 Meter sind. So, hier haben wir noch die Scheiße mit Anarchy. Was bringt uns das? Warte mal. Hier von irgendwas. Black Mask, Anarchy gesucht. Erschütterungszünder, Explosionsradius. Wuhu. Naja, muss ja trotzdem gemacht werden, ne? So. Der sappelt wieder irgendwo. Uns mal angucken, wo zweiter Anhänger Na gut, jetzt nur noch eine. Ich muss zugeben, macht irgendwie Spaß, mit dir zu arbeiten. Wir kriegen ja wirklich was auf die Reihe hier. Lass mich in Ruhe. Mein Dad denkt, ich sitze in seinem Büro, schreibe SMS und glotzt Fernsehen. Wenn der wüsste. Aber nur, wenn alle anderen es auch kaufen. Grüß dir. Wir müssen sie zerstören, um sie zum Schweigen zu bringen. Sonst werden wir nie frei sein. Aha. Eine Motte vom Licht. Oh Gott. Warte mal. Komm zu mir. Du willst wissen, was ich anzubieten habe. Und wenn nicht, schade. Mich wirst du so wenig los wie Reklametafel. Oder die Mahnung. Jung? Wo denn? Hier sollte das doch. Da hinten! Scheiße. Ja, da habe ich jetzt Mist gebaut. Warte mal. Vielleicht kann ich das noch retten.
Da hinten war das. Das sah viel näher aus. Sieht aus, als käme das Signal von irgendwo aus dem Diamond District. Okay. Ich müsste mal auf die Brücke rauf. Alter Vater. Hoffentlich warten da nicht wieder welche auf mich, die mich verprügeln wollen. Dann dürfte das mit der Zeit ganz schön knapp werden. So. Alter Vater, ist das weit weg. Nee, das killtet jetzt. Das killtet hier jetzt. Alter Betsy, mach keinen Scheiß. Schnell, schnell, schnell. Hoch, hoch, hoch. Oh nein! Nicht da. Ich wollte da hinten links irgendwo. Scheißdreck. Das Scharfschütze geht mir gerade so was von am vorbei. Alter Vater, ist das langsam. Alter Vater, ist das langsam. Komm, 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 komm. Knappe 2 Minuten. Da hinten irgendwo. Da. Sag mir bitte, dazu keine. Ich bin kein Opfer der Werbeindustrie. Benutzt das, kauf das, braucht das. Das sind alle. Und jetzt aber Kette. Das schaffen wir nie. Hoffentlich. Halt mal. Frechheit. Wir kämpfen bis zum letzten Mal. Du bist ein Mann. Oh Gott. Wir sind die Anarchisten. Kämpfer. Ihr seid ein paar Vögel, mehr seid ihr nicht. Okay. So, jetzt aber fix. Da, okay. Huiuiui. Okay. Okay. Kurz runterkommen. Erstmal was trinken. So. Ist hier sonst, wo ist der nächste Anarchy-Dingster-Bumster? Zeigt er mir das schon an? Hier. Na gut, komm. Ach Gott, wieder zurück. So. Ja, da fliegt er jetzt gleich wieder gegen die Wand. Ach Gott, Betsy. Also nicht so einfach mit ihm. So, runter. Wieder hoch. Dann fliegen wir zum nächsten Anarchy-Treffpunkt. Dann machen wir halt mal so eine Anarchie-Folge. Hier, als der Joker das Stahlwerk übernommen hat, war wohl ziemlich alles klar. So. Und als nächstes kommt dann Juk. Irgendwer wurde gut abgeschossen. Da kann ich aber auch nichts für. Wenn die meinen, sich selbst umbringen zu müssen, dann ist das wohl so. Krieg ich das durchmanövriert? Nicht mal ansatzweise. Oh Gott, nicht, dass ich dann wieder hier rüber muss. Ansonsten kann ich die Brücke nämlich nicht mehr sehen hier. Lass mich doch da hoch. So. Das Signal wird stärker. Das Treffen des Jokers findet wohl in New Gotham statt. No shit, Sherlock. Das hätte ich genug sagen können. So, wo ist das wieder? Da hinten. Was meinst du?
Da. Ich kann die Ausweise machen, aber denkst du, das klappt? Ich hab die Kontonummern und Passwörter. Wenn wir Ausweise haben, die sagen, dass wir die Typen sind. Grüß dir. NRK hat recht, weißt du? Wir sind den Bullen egal. Ohne die sind wir besser dran. Aber das wusstest du gut schon, nicht wahr? Hör zu heulen. Okay. Sie wollen Macht und ihre Marke verlangen sie. Dahin. Aber wenn das schief läuft, ich seh den Mistkerl. Nee, hör mal auf. Also sterben. So. Oh Gott, oh Gott. Dieser Zeitdruck. Unter Zeitdruck war ich noch nie gut. Ein paar der Jungs meinen, sie hätten vorhin Batman gesehen. Ignorier die. Die wollen uns bestimmt vertreiben, damit sie hier rein können. Ich sag's ja, zack. Vielleicht sollten wir in einem anderen Viertel weitermachen. Sei doch nicht so nervös. Die Fledermaus hat zu tun. Der sitzt bestimmt irgendwo auf dem Pott und schwitzt Kompetenzgift aus. Nee, nee, das Gift ist schon längst weg. Hier drüben! Hilfe! Helfen Sie mir! Kann mich jemand hören? Ich brauche Hilfe! Gewarnt. So. Die holen uns, um die Samurai bei der Wand aufzuräumen. Viele Tote. Okay. Viele, aber hauptsächlich Gangster. Wir werden wohl kaum mehr tun, als sie in Leichensäcke zu stopfen. Weiß man schon, mit wie viel Geld die abgehauen sind? Nein, wir sind erst morgen früh. Muss aber ein fetter Haufen gewesen sein. War wohl der größte Raub aller Zeiten in Gotham. Das war der neue. So. Noch einer der Okay. Will dich nicht überzeugen? Nee, mich kann keiner überzeugen. Frechheit. Hör auf damit. Du bist dann wieder für uns. Sind wir jetzt fertig? Jo, seid ihr. Okay. So. Oh Gott, wie viele Missionen mit dem haben wir noch? Interessant. Obwohl du alle finsteren Details über meine Zielorte kennst, hast du sie verschont. Tut mir leid, dich enttäuscht zu haben. Enttäuscht? Überhaupt nicht. Komm zum Gerichtsgebäude, damit wir Gothams Prozess fortführen können. Oh Gott, kämpfen wir da gegen den? Oh, ich könnte heulen. Ich habe drei Bomben in den Kuchen. Halt die Schnauze. Wo ist das Gerichtsgebäude? Och nö, sag mir nicht, das ist hier oben. Da. Ich habe drei Bomben in den korruptesten Ecken Gothams verteilt. Was sagt die Uhr? 13 Minuten. Ich habe drei Bomben. Oh Gott. Ich habe drei Bomben. Alter, halt dein Maul. Also. Mal gucken, ob ich das in der Folge noch schaffe. Ich hoffe einfach mal. Ansonsten ist scheiße. So. Dann wollen wir mal wieder nach Norden. Ey, warte mal kurz. Ich bin doch schön blöd. Ich kann doch den hier machen. Oder? Wieso kann ich das nicht? Muss ich dafür stehen? Hast du von der Frau gehört, die sie beim Stahlwerk hoch? Ah. Schnellreise. Easy. Springen kann man das nicht. Muss ja das Gebiet laden. Okay, ich weiß gar nicht, starte ich jetzt im Flug hier? Hallo, Betsy. So. Dahin. Ach, das hier ist das Gerichtsgebäude. Okay, und wie komme ich da rein? Und der Eingang? Oh. Grüßt euch, Jungs. Klasse, eine Keilerei. Gleich den Löffel ab. Ich gebe hier gar nichts ab.
Außer vielleicht die Fähigkeit zu blocken. Alter! Junge! Ich weiß, wie man kontert. Das Spiel zeigt mir, dass ich zu blöd bin, um zu kontern. So. Ruhe. So, ich habe noch ungefähr 4,5 Minuten Zeit, den Typen zu schlagen. Hoffentlich ist das nicht wieder mit lauter bewaffneten Typen. Bitte nicht. Kurz umgucken. Oh. Nur eine Prügelei, oder? Ah, bin ich froh, dass du gekommen bist. Wirklich eine Ehre. Es gibt so viel zu diskutieren. Was genau willst du? Ich möchte eine Allianz vorschlagen. Wir beide könnten gemeinsam großartige Dinge vollbringen. Naja. Ich kooperiere nicht mit Verbrechern. Du musst dich stellen. Ich sag dir was. Ich stelle mich, sobald du das Gleiche getan hast. Aber du siehst dich selbst nicht als Verbrecher, oder? Das Kostüm, die Spielzeuge, das Anspruchsdenken. Du bist nur einer dieser reichen Jungs, die sich wegen ihres Geldes schämen. Eine Schande. Willst du es mit uns allen aufnehmen? Was hat er wohl alles an seinem Schirm? Das würdest du gerne wissen, was? Kannst ja ein Praktikum anfangen, dann zeig ich dir. Alter! Kapitän! Du bist ein Mann! So. Ich dachte, du wolltest etwas bewegen. Ich hab's nur dir aufgeführt. Wollte sein wie du. Deswegen soll man wohl nicht deine Vorbilder treffen. Es ist vorbei. Nicht ganz. Ich werde den Umhang verscheuern. Okay. Für deine Taten. Ey, der schmeißt mit Feuer, dieser. Wollte schon sagen, nur eine Massenschlägerei wäre auch zu einfach gewesen. Genau, wir haben. Wetten tun nur die Fetten. So. Da noch. Da noch. Du. Aua. In Ruhe. Aua. Gehörst du jetzt den? Was ist denn mit ihm nur los? Wir sind viele! Das soll's wehtun. Ich muss jetzt viel mehr blocken, ich habe nicht mehr allzu viel Leben, so wie ich sehe. Okay. Sie ist wütend. Ich bitte dich um einen Diskurs und du antwortest mit Gewalt. Echt mal, ich Arschloch. Du kannst mir die Anhänger nehmen. Easy. Das ging doch. Du bist noch ein Kind. Und? Spielt das eine Rolle? Ich wollte einen Unterschied machen. Ich dachte, du denkst genauso. Das tue ich, aber nicht so. Viele unschuldige Menschen wären deinetwegen beinahe gestorben. Unschuldig? Sie haben tatenlos zugesehen, wie Gotham vor die Hunde ging. Sie haben Angst. Nein, sie sind schwach. Genau wie du. Aha. Deswegen stehst du da mit Hände hoch. Anarchy gesucht, abgeschlossen. Die Polizei ist auf dem Weg. Was steht hier? Necessary Fragst cleaning. Fragst du dich nie, wie es so weit kommen konnte? Ich mich schon. Immer wieder. Ich denke nicht, dass Verbrecher wie Roman Sionis, Oswald Cobblepot schuld sind. Are the enemies Sie spiegeln nur unsere Apathie wieder.
Green unsere Gier, unsere Green Angst. Aeroil? Wir stecken den Kopf in Greek den Sand, Aeroil? Nee. Vergraben uns in unserer Rotten Arbeit, Democracy konsumieren als Unterhaltung getarnte Propaganda. Die Botschaft ist immer geschlossen, die geschlossen. GCPD. Muss ich hier noch irgendwas machen? Wir sind doch noch lauter Tanks. Sie füllt sich mit Lügnern, Betrügern und Verbrechern. Der er war da oben, ne? Nö, machen kann ich hier nichts weiter. Dann gehe ich wieder raus. Egal, was der Preis ist. Oh, ich muss schon wieder husten. Guti. Dann gehe ich hier raus. Oh, jetzt bin ich schnell vom Husten. Hoffentlich wartet hier niemand auf mich. Nö, dann kann ich hier ja die Folge beenden. Dann gehen wir nächste Folge, weiß ich nicht. Ich denke mal, gehe ich zuerst hier hin. Ich will jetzt erstmal langsam die Nebenmission fertig machen. Hier hin, das Waffendepot. Dann muss ich unbedingt mal hier langsam hin. Ich weiß immer noch nicht, womit das zu tun hat. Also da. Was ist das hier noch? Ach ja, ein von Black Mass Drogenlagern. Hier muss ich noch hin. Und hier unten muss ich noch hin. Na gut, dann fangen wir in der nächsten Folge hiermit an. Dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Betsy sagt tschüss. Tschüss.